Quantenphysik auf höchstem Niveau. Das Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, kurz IQOQWI, im Westen Innsbrucks, hat international einen herausragenden Ruf und zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Einer von ihnen führt sie jetzt durch die Einrichtung. Hallo, ich bin Oriol Romero-Isard, ich komme aus Barcelona und ich begrüße Sie am Institut, das IQOQWI. Hier sind wir 6 Arbeitsgruppen und wir forschen über Quantenphysik. Wir machen Theorie und auch Experimente. Und ich darf Ihnen jetzt das Institut zeigen. Hier arbeiten knapp 80 Forscherinnen und Forscher aus über 20 Ländern, sowohl experimentell als auch theoretisch. Sie werden unterstützt von einem kleinen Team von Technikern und Verwaltungsmitarbeitern. An der Spitze der Administration Direktor Markus Knabel. Wir haben neben den theoretischen Arbeitsgruppen natürlich auch experimentelle Arbeitsgruppen, wobei das Besondere ist, dass das in einem einzigen Institut vereint ist. Das ist ein inzwischen öfter mal kopiertes Modell, das sich sehr bewährt hat. Wir haben darauf Rücksicht genommen, schon bei der baulichen Ausstattung, sowohl was moderne Büroumgebung angeht, als auch insbesondere die Infrastruktur in den Labors. Moderne Büros und Begegnungsstätten schaffen einen optimalen Rahmen für internationale Spitzenforschung. Jedes Jahr kommen bis zu 300 Gäste, darunter auch Nobelpreisträger, an das IQOQWI, um hier mit den Forschern und Forscherinnen zusammenzuarbeiten. Das IQOQWI ist durch seine Lage am Campus Technik in unmittelbarer Nähe zur Universität angesiedelt. Davon profitieren sowohl Studierende als auch Forschende. Es findet ein reger Austausch statt. Wissenschaftler des IQOQWI unterrichten an der Uni, Studierende der Uni besuchen Vorträge am IQOQWI und arbeiten an Forschungsvorhaben mit. Die Leistungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wurden schon vielfach ausgezeichnet. Jetzt sind wir in die Urkunde-Wand und hier sind wir immer sehr zufrieden, dass unsere Leistung weltweit anerkannt ist. Im Besonderen unsere Kollegen haben die Wolf-Preis, die Benjamin Franklin und das Max-Planck-Medaille bekommen. Und natürlich sind wir sehr stolz darauf. Die Verwaltungsmitarbeiter verstehen sich als Ermöglicher und Begleiter der Wissenschaftler und versuchen, alle Fragen und Probleme pragmatisch und auf kurzem Wege zu lösen. Der Weg führt Oriol Romero-Isard in den Labortrakt. Theorie und Experiment arbeiten hier Hand in Hand. Ideen der Theoretiker können umgehend umgesetzt, Probleme der Experimentalphysiker gemeinsam mit den Theoretikern analysiert und gelöst werden. Auch die hauseigenen Werkstätten zählen zu den Herzstücken des IQOQWI. Neben der Elektronikwerkstätte gibt es auch eine für mechanische Arbeiten. Die Unterstützung der Techniker ist für die Arbeit der Experimentalphysik essentiell. Ohne deren Know-how ließen sich die Experimente oft nicht erfolgreich realisieren. Zur Verfügung haben wir in der Werkstatt eine 5-Achs-Simultan-Fräsmaschine, Drahterodiermaschine, Senkerodiermaschine, Schleifmaschine, Dreh-Fräszentrum, also eigentlich alles, was derzeit im Maschinenbaubereich so der Standard für feinmechanische Fertigung ist. Der kurze Weg vom Labor in die Werkstatt ermöglicht ein sehr schnelles Reagieren und einen engen Austausch. Ein Ersatzteil muss also nicht erst in Asien oder Amerika bestellt werden, sondern wird in der Werkstatt vor Ort gebaut. Jetzt sind wir am Ende. Ich hoffe, dass Sie die kleine Runde genossen haben und Sie können immer uns gerne besuchen.